Und wechseln jetzt zu einem Vortrag zum Thema QGIS Web Client 2. Auch wieder mit Neues aus dem Projekt. Ist ja auch sehr, sehr interessant, weil der ja sehr eng an dem QGIS-Server dranhängt und man da viele schöne Sachen mitmachen kann. Und mit Horst Düster, Dr. Horst Düster als Referenten, haben wir auch einen alten Hasen, sehr erfahrenen Referenten da, der uns jetzt sicherlich sehr viele schöne Dinge erzählen und erläutern wird. Bitte schön, Horst. Hallo zusammen, ich begrüße euch zu meiner Präsentation QGIS Web Client 2, Neues aus dem Projekt. Mein Name ist Horst Düster, ich arbeite für die Firma SourcePool in Zürich. SourcePool ist spezialisiert auf die Entwicklung von QGIS-Komponenten und WebGIS-Komponenten. Wir haben vier C++-Core-Entwickler, die QGIS Server und QGIS Desktop entwickeln, sowie Entwickler, die den QGIS Web Client 2 weiterentwickeln. Sowohl QGIS Server als auch QGIS Web Client sind im Hause SourcePool entwickelt worden. Die Kombination aus diesen Diensten, QGIS Server, QGIS Web Client und PostGIS und Postgres, also die klassische Geodateninfrastruktur, kann online genutzt werden in unserem QGIS Cloud GDI-Portal auf qgiscloud.com. Der QGIS Web Client 2, was ist das Ziel und was ist das? Der QGIS Web Client 2 soll ein modernes und responsives UI haben. Also das bedeutet, die Anwendung soll einfach, intuitiv sein. Das UI soll sich entsprechend den verwendeten Endgeräten anpassen. Also es soll auf einem Smartphone genauso betrieben werden können wie auf einem großen Desktop-System oder auf einem Tablet, ohne dass dabei eine entsprechende Konfiguration für das jeweilige Endgerät erforderlich ist. Die Architektur, auf die der Webclient aufbaut, soll skalierbar sein. Und das bedeutet, dass je nach Anforderungen entsprechend die Ressourcen dazu oder hinweg genommen werden können. Und der Code des Systems soll modular sein. Und er ist modular. Das ganze System läuft zurzeit State of the Art Technologien, auf React.js, Webpack und OpenLayer 6. Man sieht, der QGIS Web Client ist so aufgebaut, dass er auf den verschiedenen Endgeräten eingesetzt werden kann. Je nach Gerät ändern sich die Anordnung der Werkzeuge, der Knöpfe, der Beschriftungen. Zum Beispiel auf dem Smartphone fallen die Plus- und Minustasten weg. Dort wird dann über die Gestik entsprechend navigiert und gearbeitet. Und auf dem Desktop hat man Mausrad und die Maus im Betrieb. Und das alles funktioniert, ohne dass spezielle Konfigurationen vorgenommen werden müssen. Die Werkzeuge werden in Werkzeuglisten geführt, in einem Menü. Auch dieses Menü passt sich entsprechend dann dem Display an und wird automatisch konfiguriert. Die Minimalausführung des QGIS Web Clients stellt sich dar, indem ein QGIS Server einen WMS liefert und dieser WMS vom QGIS Web Client präsentiert wird. Dazu benötigt man ein QGIS Projekt und das QGIS Projekt definiert die Layer und die Darstellung und den Kartendruck des Services. Der QGIS Server publiziert dieses und überleitet das an den QGIS Web Client weiter. Das ist die allereinfachste und die simpelste Konfiguration. Eben, der QGIS Server dient zur Publikation von QGIS Desktop Projekten als WMS, WFS und WCS und WFST. Der QGIS Server die Entwicklung des QGIS Servers begann im Jahr 2006 am Institut für Kartografie an der ETH in Zürich durch Marco Hugentobler. Seit 2010 ist der QGIS Server in die Codebasis von QGIS integriert und wird auch entsprechend mit QGIS immer ausgeliefert, wenn man es installiert. Ist eine C++ FCGI Applikation. Und sie dient als Backend für den QGIS Web Client und zum Beispiel auch in QGIS Cloud wird der QGIS Server eingesetzt in den verschiedenen Versionen.
Auch dort sieht man die Leistungsfähigkeit des Dienstes, weil dort mehrere hunderttausend Dienste laufen und die werden von QGIS Server in QGIS Cloud bedient. Was sind die Ziele des QGIS Servers? QGIS Server soll eine einfache Konfiguration von Web-Services ermöglichen. Die Einfachheit der Konfiguration wird dadurch erreicht, indem QGIS Desktop-Projekte über den QGIS Server publiziert werden. Die Kartensymbologie und die Beschriftung sind damit identisch zum QGIS Desktop. Es wird die gleiche Rendering-Engine verwendet und so ist das Bild, was ich auf dem Desktop sehe, auch dann im WMS definiert. Man kann also sämtliche durch QGIS angebotenen Darstellungs- und Styling-Methoden 1:1 als WMS publizieren, ohne dass spezielle Nachbearbeitung erforderlich ist. Für weitere Möglichkeiten, zum Beispiel die Beschreibung der Dienste, die Abstracts und Rahmeninformationen zu den Diensten, werden alle auf QGIS Desktop definiert. Auch WFS und WFST, ob ein Dienst ein WFST sein soll, ein Layer, und welche Transaktionsmöglichkeiten erlaubt sind, zum Beispiel nur erfassen oder nur ändern oder nur löschen oder alles miteinander. Der Druck, den QGIS Server anbietet, basiert auf dem Drucklayouts von QGIS-Projekten. Also um einen Kartendruck zu definieren, definiert man in QGIS Desktop im Projekt ein Layout mit den Möglichkeiten, die das Layout-Definieren von QGIS bietet. Und diese Karte kann dann 1:1 als Drucktemplate im Webclient verwendet werden. Auch das kann man sehr schön auch auf QGIS Cloud alles ausprobieren. Dann gibt es Datenfilter und Feature Selection Möglichkeiten und die Get Legend Graphics Erweiterungen, die der QGIS Server anbietet, die über den OGC Standard dann hinausgehen. Gut, das nur nochmal zur Einführung in den QGIS Webclient. Nun möchte ich gerne die Neuigkeiten, die seit etwa 2, 3 Jahren hinzugekommen sind, an einer Demo zeigen. Ich möchte nun anhand der Beispieldienste, die auf qbc2.sourcepool.ch publiziert sind, die Neuerungen des qbc2 demonstrieren. Hinter der Karte und Werkzeuge, Menüfunktion finden sich sämtliche Werkzeuge, die der QVC in der Konfiguration hier anbietet. Wie erwähnt, die einzelnen Kartendienste werden als Themen behandelt. Die können wir öffnen und hier sind 4 QGIS-Projekte publiziert, also 4 einzelne Themen. Wir haben jetzt hier im Hintergrund die Demokarte. Ich kann aber aus anderen publizierten Diensten weitere Ebenen hinzufügen. Ich kann zum Beispiel hier eine Ebene aus diesem QVC Services Demo WMS Dienst hinzufügen, indem ich auf diesen Stapel klicke und die Liste der Ebenen und der Layer dieses Dienstes bekomme. Ich kann auf zum Beispiel die Countries auswählen und kann diesen dann hinzufügen. Jetzt sehen Sie, die Countries sind in die aktuelle Karte jetzt hinzugefügt mit dem Überthementitel QVC Services Demo WMS und die Countries darauf. Ich kann auch mehrere selektieren und in einem Abwasch hinzufügen. Ich lasse das, ich will nur diese Karte haben. Diese Karte ist jetzt, oder diese Ebene ist jetzt Bestandteil meiner Karte Demo. Die Ebene kann ich verwalten, indem ich sie auch wieder entferne. Ich kann sie ein- und ausschalten. Ich kann sie also behandeln wie eine ganz normale Ebene, die auch in meinem Dienst vorhanden wäre. Ich kann aber auch ganze Karten übertragen. Ich kann wieder auf die Themen gehen und kann die komplette Karte von A nach B übertragen. Oder ich kann diese Karte, die QVC Services Demo WMS, ebenfalls parallel öffnen zur schon laufenden Karte, indem ich sie in einem zweiten Reiter
als Karte darstelle. So, ich schalte das wieder aus. Ich möchte jetzt nun noch einen weiteren Layer meiner Karte hinzufügen, gehe wieder auf Themen, wähle nun die Ebenen der Liegenschaftsprojekte der Stadt Uster aus und füge die Gemeindegrenze noch hinzu. Gemeindegrenze der Stadt Uster. Sie sehen, es verändert sich das Kartenbild. Das liegt daran, dass in dem Layer eigentlich nur die Gemeindefläche sichtbar ist, richtig, und der Rest ist leicht abgedämpft. Sie sehen auch, die Gemeindegrenze ist hinzugefügt. Und nun kann ich neu auf das Einstellungen-Rädchen gehen und über die Lupe auf den Layer zoomen. Es wird die Karte geladen wieder mit dem Ausschnitt der Gemeindegrenze der Stadt Uster. Benötige ich diese Gemeindegrenze nicht mehr, kann ich sie einfach entfernen und mit dem Mülleimer-Symbol kann ich diese Ebene aus der Karte wieder entfernen. Als nächstes möchte ich Ihnen zeigen, welche neuen Redlining-Möglichkeiten es im QGIS Web Client gibt. Erstmal möchte ich wieder auf einen ursprünglichen Ausschnitt gehen. Ich gehe wieder auf das Zuhause-Symbol und sehe wieder meine Karte im ursprünglichen Ausschnitt. Das Redlining ist erweitert worden, findet sich unter den Werkzeugen und nennt sich Zeichnen auf Deutsch. Dort können Sie zeichnen, Punkte, Linien, Fläche und neu Kreise, indem ich den Kreis hineinklicke, an die Position und den Kreis zeichne. Ansonsten ist es das gleiche wie mit den anderen Möglichkeiten. Ich kann den Rand und die Füllung verändern und die Liniengröße. Ich kann das Objekt auswählen und entfernen. Neu gibt es eine Pufferfunktion. Dazu kann ich zum Beispiel eine Linie zeichnen. Und nun kann ich diese Linie puffern, indem ich das zu puffernde Objekt auswähle, meine Linie, sage, wie die Distanz in Metern sein soll. Ich sage mal 2 Kilometer und berechne die Puffer. Nun ist dieser Puffer, ich kann das Fenster schließen mit dem X, nun ist dieser Puffer genauso wie die Linie selber eine neue Ebene in der Karte. Ich habe jetzt die Karte erzeugt, habe in einen Layer hinzugefügt, ich habe die Pufferung der Linie berechnet, habe die Linie dort hinein, und wenn ich diese Karte schließe und wieder öffne, dann würde mir alles das verloren gehen, was ich jetzt bisher gemacht habe. Deswegen gibt es unter Teilen neu, nicht neu, den Permalink. Allerdings neu ist, dass der Permalink immer generiert werden muss. In der alten Version, in der früheren Version, wurde der Permalink jedes Mal generiert, wenn diese Funktion aufgerufen wurde. Das ist nicht mehr der Fall. Ich muss den Permalink generieren und bekomme den Permalink, den ich nun kopieren kann oder den QR-Code weitergeben kann oder diesen Permalink in den üblichen sozialen Medien publizieren kann. Ich kann den in die Zwischenablage kopieren, kann den einfügen und los und erhalte meine Karte so, wie ich sie im Permalink abgespeichert habe, mit den Elementen, die dort hinzugefügt wurden. Und dieser Permalink ist jetzt verwendbar, wie man das gerne möchte. Eine weitere Stärke und ein großer Vorteil von QBC2 ist, dass der QBC2 Formulare, die im QGIS Desktop-Projekt formuliert sind, übernehmen. Ich möchte dazu zeigen, wie man das machen kann oder was das für Auswirkungen hat. Dazu habe ich eine andere Karte definiert, in der ich nun einen Punkt erfasse, der mit einem Foto verbunden werden soll. Dazu wähle ich Editieren aus, ich möchte zeichnen, ich erfasse ein weiteres Projekt und nun geht für mich ein Attributformular auf, das
aus dem UI, was mit dem Projekt definiert ist, oder aus den Drag-and-Drop-Formularen so entstellt worden ist. Ich habe jetzt hier nur ein Bild, was ich hochladen möchte. Ich bekomme den Durchsuchen-Button, werde aufgefordert, ein Bild einzugeben. Ich wähle dieses Bild aus, öffne es und speichere es. Und dann wird dieses Bild in die Karte hochgeladen. Es geht einen Moment und dann ist das Bild in der Karte sichtbar. Schließe es wieder, dann kann ich das Bild anklicken und bekomme dieses Bild in der Feature-Info-Abfrage angezeigt, ohne dass ich weitere große Konfigurationen ausführen muss. Neu ist auch die Attributtabelle unter Werkzeuge. Attributtabelle finde ich die Funktion, dass man Attributtabellen anzeigen kann. Ich wähle eine Ebene aus, die Fotos hier zum Beispiel, muss diese das Formular neu laden und sehe nun die Attributtabelle hier in der Karte. Ich kann jetzt die Attributtabelle bearbeiten. Ich kann zum Beispiel dieses Element selektieren und kann die Formularansicht öffnen und kann zum Beispiel dieses Bild zurücksetzen oder dieses ganze Objekt löschen. Ich kann wieder zurück zur Tabelle gehen. Neu ist auch bei allen diesen Fensterobjekten, dass ich diese Fensterfunktionen habe, also Fenster ganz groß, Fenster wieder klein stellen, Fenster schließen und Fenster andocken. Ich kann die Attributtabelle unten an der Karte andocken und ständig geöffnet lassen und in der Karte weiter arbeiten und agieren. Eine weitere neue Funktion des QGIS Web Clients ist die Funktion des Setzens von räumlichen Lesezeichen. Die funktioniert allerdings nur mit angemeldeten Usern. Ich schließe die Attributtabelle wieder, gehe in die Werkzeuge und wähle das Menü, die Funktion Lesezeichen aus. Nun kann ich ein Lesezeichen räumlich setzen für den Ausschnitt, den Sie gerade sehen. Ich kann zum Beispiel jetzt Südeuropa als neues Lesezeichen setzen, klicke auf das Plus und erhalte Südeuropa nun als Lesezeichen hier in meiner Lesezeichenliste. Diese Lesezeichen sind personifiziert und deswegen ist es erforderlich, dass man für diese Funktion ein angemeldeter User ist. Ich kann also nun jetzt zum Beispiel auf die Schweiz zoomen und den Ausschnitt Schweiz definieren, das Lesezeichen setzen. Nenne das Schweiz, addiere das und habe zwei Lesezeichen. Nun kann ich hin und her schalten. Einerseits kann ich jetzt in der aktuellen Karte das Lesezeichen auswählen. Ups, das wollte ich nicht. Kann wieder zum Lesezeichen gehen. Wähle die Schweiz aus oder ich öffne die Schweiz in einem neuen Tab in meinem Browser und habe dann zwei Karten mit zwei unterschiedlichen Ausschnitten zur Verfügung. Ich kann die Lesezeichen verwalten, indem ich das Lesezeichen markiere, zum Beispiel den Fehler korrigiere, Schweiz, und den Fehler speichere und damit habe ich die Bezeichnung korrigiert. Oder aber ich wähle das Lesezeichen aus und ich lösche es wieder. Häufig ist es so, dass man ein Werkzeug sucht und nicht weiß, wo es zu finden ist. Dazu gibt es neu in der Werkzeugeansicht eine Suchfunktion, die es mir erlaubt, das Menü zu filtern. Ich suche zum Beispiel Attributtabelle. Und dann sehe ich nur noch die gefilterten Werkzeuge oder editieren und dann sehe ich die gefilterten Werkzeuge. Damit wäre ich am Ende meiner Präsentation. Ich möchte zum Schluss noch einen Hinweis geben auf die QBC2-Dokumentation, die online ist jetzt. Und zwar finden Sie diese auf https://qbc2.sourcepool.com. Ganz wichtig. Und weiterhin gibt es schöne Beispiele für den Betrieb von QGIS Web Client. Auf QGISCloud.com zum Beispiel wird der QGIS Web Client als der Client eingesetzt, aber auch in
Kanton Glarus in der Schweiz und im Kanton Solothurn werden der QBC2 verwendet, wobei in beiden Kantonen wird der QBC2 anders konfiguriert. Es lohnt sich also dort auch einmal einen Blick drauf zu werfen und sich inspirieren zu lassen, wie der Betrieb dort weitergehen kann. Dann danke ich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und freue mich auf Fragen, die ich dann live beantworten kann, und verabschiede mich und wünsche noch einen schönen Tag. Ja, Horst, vielen Dank für den schönen Vortrag. Waren auch wieder interessante Dinge dabei, die zu lernen waren und die neu waren. Und es gibt auch einige Fragen, die im Chat gestellt wurden. Für mich jetzt die besondere Aufregung, ob Horst auch im Backstage-Bereich wieder aktiv online ist und die Fragen jetzt hört und beantworten kann, wenn ich sie stelle. Ich fange einfach mal mit der ersten Frage an. Da ging es um den Druck, also beziehungsweise den PDF-Druck, aber das ist ja üblich bei WebGIS-Anwendungen, dass der Druck als PDF funktioniert und man das dann runterlädt. Da die Frage, ist auch der Druck auch als Atlas möglich? Das bezieht sich sicherlich, für die, die es nicht wissen, auf die Atlas-Druckfunktion, die es ja im QGIS Desktop gibt. Nein, die Atlas-Funktion wird nicht unterstützt. Weißt du, ob da was geplant ist? Da weiß ich nicht, was geplant ist, nein. Okay, gut, danke. Dann hattest du die Zeichenfunktionen vorgestellt. Ja. Dazu haben wir zwei Fragen. Die eine ist, die kenne ich auch schon von anderen Anwendungen, ob man die gezeichneten Objekte auch exportieren kann als KML, vielleicht als GeoJSON. Und die Frage, die ich da gleich anschließen würde, ist, ob eine Erweiterung der Zeichenfunktionalitäten geplant ist, sowas wie mit Werteingaben, Längen für Linien, Radius vom Kreis und ähnliches. Weißt du da was dazu? Da ist meines Wissens nichts zu geplant momentan, aber das entwickelt sich ja ständig weiter. Und konkret ist mir keine Planung bekannt. Nein. Okay, danke schön. Aber es sind ja gute Anregungen. Vielleicht kann man das ja mal aufnehmen oder wenn man es braucht, natürlich auch, es ist ja ein Open-Source-Projekt, entsprechende Weiterentwicklung beauftragen. Die letzte Frage, die ich hier habe, vielleicht kommt noch eine dazu, wir haben ja noch eine Minute mehr Zeit, da geht es um die Lesezeichen. Beinhalten die Lesezeichen auch die geladenen Ebenen? Und ich würde persönlich da noch anschließen, du hattest gesagt, die sind sozusagen privat, man muss angemeldet sein, kann man so eine Lesezeichenliste auch veröffentlichen? Die Lesezeichen sind immer, momentan ist es immer so, dass man angemeldet sein muss, wie gesagt, weil es eben personifiziert ist. Und es handelt sich um ein räumliches Lesezeichen, die jetzt nicht auf Ebenen bezogen sind. Also diese Lesezeichen sind auf die Karte, also nur auf den Raumausschnitt bezogen. Und die sind rein privat, habe ich jetzt verstanden. Ja. Und privat, ja, das sind sie auf jeden Fall, ja. Mhm. Alles klar, vielen Dank. Ich sehe keine weiteren Fragen. Vielleicht muss man erstmal verdauen, was der QGIS Web Client alles so bietet. Und die Fragen fallen den Leuten später ein. Aber du bist ja wie immer wahrscheinlich auch bis zum Ende der Konferenz da und irgendwo aufzufinden und anzutreffen. Ja. Genau, dann danke ich dir nochmal für den Vortrag. Und wenn ich das richtig sehe, haben wir jetzt Zeit für eine kleine Verschnaufpause, bis es dann pünktlich um 12 Uhr weitergeht.